Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem Video, das vollkommen außerhalb der Reihe ist und das eigentlich niemals geplant war. Es ist ein spontanes Video, das dadurch entsteht, dass ich ein bestimmtes anderes Video gesehen habe von einem YouTuber, der unten in der Videobeschreibung zu finden ist. Er nennt sich Zeugs, so geschrieben. Und er ist ein YouTuber, der hauptsächlich Harry Potter und andere Fandom-Geschichten auf seinem Kanal hat. Also schaut ruhig mal bei ihm vorbei, wenn ihr Potterhead oder wie nennen die sich? Whovian? Also Doctor Who und Game of Thrones und er hat alles einfach in seinem Kanal drin. Und der hat jetzt ein Video zu einem Video gemacht. Also es ist ein Video zu einem Video zu einem Video sozusagen. Oh Gott, es ist so verwirrend. Also, nochmal von vorne. Er hat ein Video zu dem Fanfilm Severus Snape and the Marauders gemacht. Das ist sozusagen ein Let's Talk About. Er hat es Let's Toad About genannt. Warum er es so nennt, fragt mich nicht. Er hat es irgendwann mal erklärt, aber ich habe es leider wieder vergessen. Jedenfalls hat er ein halbe Stunden Video zusammen mit einer Freundin von ihm, nehme ich mal an, aufgenommen, in dem er parallel dazu, dass er diesen Fanfilm schaut, auch quasi darüber redet. Ich werde definitiv auch nochmal ein eigenes Video zu diesem Fanfilm machen, den ihr übrigens ebenfalls unten in der Videobeschreibung findet. Ich kann ihn nur empfehlen. Das ist ein unglaublich genialer Film geworden. Es ist, wie gesagt, ein Fanfilm von Fans für Fans. Er ist also von YouTubern tatsächlich gemacht, produziert worden. Die sind, glaube ich, berühmt geworden mit dem Film The Greater Good, den die ebenfalls schon gemacht haben, auch mit Harry Potter Content. Und zwar ging es damals dann um Dumbledore, Aberforth, Ariana und Grindelwald, beziehungsweise in erster Linie den Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald und den Tod von Ariana. Und das war auch schon ein sehr, sehr genialer Film. Allerdings haben sie sich mit diesem, also Severus Snape and the Marauders, nochmal gesteigert. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich fanatischer Marauders-Fan bin, sondern einfach, weil es tatsächlich so ist. Okay, um aber zum Thema zurückzukommen. Zeugs, beziehungsweise ich glaube, er heißt Chris. Allerdings weiß ich nicht, wofür das die Kurzform ist. Das könnte Christian oder Christopher oder sonst was sein. Er hat, wie gesagt, ein Video zu diesem Fanfilm gemacht und ich bin jetzt dabei, eine Videoantwort zu seinem Video zu machen, weil ich versucht habe, dieser Film und gerade dieses Let's Talk About von ihm hat Diskussionspotenzial, definitiv. Und da ich ihm jetzt keinen halben Roman in seinen Kommentaren hinterlassen wollte, werde ich einfach ein Antwortvideo machen und dich jetzt endlich auch mal persönlich ansprechen. Hallo, freut mich, dass du das hier schaust. Und das hier ist ein Video, das ich dir widme. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe mir euer Let's Talk About gerade nochmal angeschaut und habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ein paar. Du siehst, es könnte ein etwas längeres Video werden. Es sind insgesamt 18 Punkte, die ich ansprechen möchte. Und ich habe mir auch immer die ungefähre Zeit dazu geschrieben, wann ihr über diese Stelle gesprochen habt. Das heißt, ja, nebenbei kannst du dann immer genau nachgucken, wo ihr gerade über dieses Thema gesprochen habt und was genau gesagt wurde, weil das habe ich mir jetzt nicht immer alles aufgeschrieben. Der Zettel war sowieso schon viel zu klein. Ich habe ihn ziemlich komplett ausgenutzt. Gut, fange ich jetzt aber endlich mal an. Ihr habt direkt bei Minute 3 eures Videos die Ausweiskontrolle angesprochen, die ihr etwas seltsam fandet. Und ich muss zugeben, das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen. Dieses ja, relativ sinnfreie Ausweis kontrollieren. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es tatsächlich ein Pub gab. Ich weiß nicht, ob es in Hogsmeade war oder in der Winkelgasse. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls gab es irgendwo ein Pub, dass Minderjährige nicht betreten durften. Ich habe aber keine Ahnung mehr, welcher das war. Ich habe versucht, das rauszufinden, ein bisschen zu recherchieren, aber ich habe es leider nicht mehr rausgefunden. Allerdings, dadurch, dass das eine Zaubererwelt ist, braucht man, glaube ich, keinen Ausweis, um irgendwie zu zeigen, dass man noch minderjährig bzw. nicht mehr minderjährig ist. Denn bis man 17 ist, hat man ja diese sogenannte Spur auf sich. Ich gehe davon aus, dass nicht nur Harry diese Spur hat. Bei ihm wurde es halt thematisiert, weil danach irgendwie er angreifbar für Voldemort war, keine Ahnung. Jedenfalls gehe ich mal stark davon aus, dass jeder diese Spur auf sich hat und wenn die weg ist, ist man volljährig. Punkt, fertig, da braucht man keinen Ausweis für. So ungefähr habe ich mir das dann gedacht. Ja, zum nächsten Thema. Bei Minute 4 und 40 Sekunden ungefähr habt ihr James Aussehen angesprochen.
Was ja natürlich ein großes Diskussionsthema ist, direkt zu Anfang des Films selbst, als man den Trailer gesehen hat und gesehen hat, wie James aussieht, fingen die Leute schon an mit Hetztiraden, mit oh, James sieht gar nicht aus wie der beschriebene James und bla. Nicht böse gemeint. Ich war auch der Meinung, dass er absolut nicht aussieht wie James. Die anderen drei fand ich, by the way, ziemlich gut besetzt. Gerade Peter Pettigrew finde ich unglaublich gut besetzt. Der Kleine, wie heißt er nochmal? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich mache noch mal ein eigenes Video zu diesem Film, zu diesem Fanfilm, und dann werde ich das Ganze noch mal genauer erläutern. Die Besetzung fand ich tatsächlich ziemlich cool. Man muss vielleicht auch ein bisschen beachten, dass James sich ja verändert hat. Dieser Film spielt nach dem 7. Schuljahr. Das heißt, die haben Hogwarts schon abgeschlossen, und die letzte Szene, in der James im Buch beschrieben wurde, also wirklich richtig so mit Aussehen beschrieben wurde, war die im 5. Schuljahr. Und vom 5. bis zum 7. verändert man sich. Ich habe mich innerhalb von 2 Jahren so drastisch verändert mit meinem Aussehen, dass man mich fast nicht mehr wiedererkannt hat. Also vielleicht muss man das auch ein bisschen mit beachten. Und was ich ziemlich cool fand, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Produzenten, Regisseur, was auch immer, und dem Cast von diesem Fanfilm. Das ging ungefähr 40 Minuten, und da wurde auch angesprochen, dass James ja gar nicht aussieht wie James, bla. Und da hat der Produzent tatsächlich selbst gesagt, dass J.K. Rowling den ein bisschen mit einer Mini-Story unter die Arme gegriffen hat. So nach dem Motto, James' Vater hätte ja damals irgendwie mit Zaubertränken experimentiert und hätte eine Tinktur gefunden, beziehungsweise erfunden, wie auch immer, mit der James seine Haare endlich glatt bekommt und die nicht mehr in alle Richtungen abstehen. Das fand ich eine sehr interessante kleine Story, beziehungsweise einen sehr interessanten kleinen Fakt. Und das haben die dann quasi als Ausrede genommen, so nach dem Motto, das hat er benutzt. Ne? So. Schon klar. Gut, so viel dazu. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Hinne machen. Ich bin schon bei 7 Minuten. Holy shit, und ich habe noch ein bisschen was vor mir. Zur Not mache ich es in 2 Videos. Diskussionspotenzial. Oh mein Gott, der Serious Joke. Ich fand es so geil. Der musste einfach eingebaut werden. Es ist der absolut beste Joke, den man mit seinem Namen einfach machen kann. Und das ist so oft schon gefallen, und es gibt so viele bescheuerte Bilder und Memes und was weiß ich dazu. Bei 7 Minuten 20, um jetzt mal einen kleinen Sprung zu machen, hattest du gesagt, James hat Lily doch. Warum will er jetzt Snape trotzdem aufs Maul hauen? Es geht ihm nicht um Lily. Das hat er ja in dem Film selber sogar gesagt. Also er hat es beteuert. Natürlich glaubt man ihm das nicht hundertprozentig. Aber die Diskussion ging ja darum, dass sie tatsächlich Snape einfach nur schlichtweg abschrecken wollten, weil die Angst hatten. Sie wussten, dass es auf einen Kampf zugeht, und sie wussten, dass es auf eine Art Krieg zugeht. Und falls sie Snape da irgendwann mal begegnen sollten, wollten sie, dass er weiß, dass man sich mit ihnen nicht anlegen sollte. So nach dem Motto, hey, legst du dich mit uns allen an, kriegst du aufs Maul und dann geht's dir nicht gut. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, ja, aber die Intention hinter dem Ganzen war nicht Lily. Klar, er hatte Lily schon, also warum, ne? Ich glaube, Kathi hieß deine Freundin, die hat dann ganz richtig erwähnt, dass er sich vielleicht auch einfach bedroht fühlte durch Snape, weil er wusste, dass Lily früher sehr, sehr gut mit Snape befreundet war. Auch ein guter Punkt, muss ich sagen, aber soweit ich das verstanden habe, ging es da nicht primär um Lily, sondern einfach nur um Abschrecken. So nach dem Motto, leg dich nicht mit uns an. Die bewegten Bilder hast du bei ungefähr 8,5 Minuten angesprochen. Sind mir tatsächlich auch erst überhaupt nicht aufgefallen. Ganz zum Schluss, als ich dann die Credits gesehen habe und gesehen habe, dass da bei dem Cast auch Leute wie Rowena Ravenclaw und hier Godric Gryffindor und sowas, also die Hausgründer, die Hogwarts-Gründer, dass die da mit drin waren, da habe ich mir dann gedacht, so, was zum, die kamen doch überhaupt nicht in dem Film vor, was geht? Und dann kam da aber, da stand da drüber, dass die bewegten Bilder, dass jetzt quasi der Cast der bewegten Bilder ist. Wow! Also das ist wirklich auch so ein Punkt, da muss ich da muss ich die Mühen dieser Produzenten auf jeden Fall auch mal loben, dass sie da tatsächlich noch bewegte Bilder mit eingebaut haben. Holy shit, voll gut. Bei 9 Minuten 40 ungefähr habt ihr angesprochen, dass das, also du hattest vorher schon gesagt, dass das eventuell das 3-Besen ist. Bei 9 Minuten 40 sprachst du an, weil man da die Wirtin irgendwie das erste Mal gesehen und vor allem gehört hat, sehr laut gehört hat, by the way, dass das eventuell Madame Rosmerta ist. Die das aber wohl irgendwie doch nicht sein kann, weil die zur Zeit von James und Sirius auch auf Hogwarts war. Ist falsch, habe ich herausgefunden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert. Die ist tatsächlich zur Zeit, zu der James und Sirius auf Hogwarts waren, war sie schon Kellnerin in den 3 Besen. Sie war da wahrscheinlich noch sehr jung.
Und sieht irgendwie in der Harry Potter-Zeit auch noch recht jung geblieben aus, weil Ron ja offensichtlich auf sie steht, keine Ahnung, irgendwie so. Und sie soll aber da tatsächlich auch schon Bedienung gewesen sein. Dementsprechend, ich glaube es trotzdem nicht, dass das jetzt Madame Rosmerta war, weil die sah irgendwie zu alt dafür aus und irgendwie auch nicht sehr attraktiv. Aber kann ich dir wahrscheinlich nur zustimmen. Minute 11:40. Die Sache mit den Pfeilen. Es hieß ja anfangs, sie wollen ihn nur abschrecken, sie wollen ihn nicht verletzen. Was Remus quasi als Bedingung festgelegt hat, dass er tatsächlich auch mitmacht. Er schießt dann aber Pfeile auf Snape ab, die ihn tatsächlich auch treffen und verletzen. Wo ich mir dann dachte, what the fuck? Er hat gesagt, nicht verletzen. Und seine zweite Attacke ist einfach direkt irgendwelche Pfeile, die er auf ihn abballert. So, hä? Unsinnig. Noch ein sehr guter Punkt bei 13 Minuten 30, dass Snape es mit allen gleichzeitig aufnehmen kann. Ich meine, das war, glaube ich, der Moment, wo Sirius James zur Hilfe kam und es von dir schon kam, so von wegen, hör, zwei gegen einen voll fair. Die Tatsache, dass Snape es mit allen Vieren aufnehmen konnte, fand ich derbe unrealistisch. Schwarze Magie hin oder her. James und Sirius waren zwei der talentiertesten Schüler des Jahrgangs. Und es kann mir keiner erzählen, so schlecht Wurmschwanz auch nun mal im Zaubern war, kann mir keiner erzählen, dass er gegen James, Sirius und Remus gleichzeitig angekommen wäre. Und er hat ja nicht mal schwarze Magie benutzt, die kommt ja später erst dazu. Also, ich fand das wirklich derbe unrealistisch in dem Moment, aber es ist nun mal vielleicht auch einfach ein filmisches Mittel gewesen und es war dieses, oh, er liebt Lily so sehr und die Gefühle, die geben ihm Macht und keine Ahnung. Kann auch gut sein, aber ich fand das einfach irgendwie seltsam. So, jetzt bin ich schon auf der zweiten Seite angekommen. Yay, ich bin bei 13 Minuten. Das freut mich. Bei genau 14 Minuten oder irgendwie so in der Nähe von 14 Minuten hast du erwähnt, dass der Zauberstab von Peter etwas kleiner ist als die der anderen. Und dass seine Zauber auch viel kleiner und mickriger sind. Und das ist mir tatsächlich auch vorher überhaupt nicht aufgefallen. Das fand ich einen sehr interessanten Fakt, muss ich sagen. Und das wollte ich auch einfach nur mal kurz angesprochen haben, weil es mir vorher nie aufgefallen ist. Ja gut, Peter war halt einfach schlecht. Da folgen jetzt relativ viele Szenen aufeinander, bei denen ich was sagen wollte. Und genau da habe ich dann auch gemerkt, dass mein Text viel zu lang geworden wäre und ich dir den nicht zumuten wollte. Bei 4 Minuten 40 spricht deine Freundin an, dass sich James wohl wenig um einen Schulverweis scheren würde, aber Moony wahrscheinlich schon. Ist ja irgendwie nicht wirklich Thema, glaube ich, weil die ja da die Schule schon abgeschlossen hatten. Es ist vollkommen egal, was sie da mit Snape anstellen. Es wird sowieso niemals zu einem Schulverweis kommen können, weil sie nicht mehr auf der Schule waren. Das nur so nebenbei. Bei ziemlich genau 15 Minuten, es war tatsächlich Sirius, der Snape in die Höhle damals gelockt hat und James hat ihn gerettet. Das habt ihr ja dann noch sehr gut festgestellt. Hohoho. Was ich sehr, sehr cool fand, das wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen. Das wurde tatsächlich auch in dem Film selber ja angesprochen. Ganz, ganz kurz und fast total unauffällig, dass Sirius derjenige war, der ihn da in diese Höhle gelockt hat und der fast umgekommen ist bei dem Scheiß. Und was ich total niedlich fand, war, dass Sirius dann so total beschämt zur Seite geguckt hat, so nach dem Motto, ja. fand ich sehr cool. Also, falls du dir das nochmal ansehen magst, ich fand das, es war halt mega unauffällig. So, man hat das fast nicht bemerkt, aber irgendwie. Ich fand's cool, dass das noch so eingebaut wurde. Also die haben wirklich sehr, sehr viele Anspielungen auf die tatsächliche Marauders-Geschichte gemacht. Unter anderem auch die Karte des Rumtreibers, was ich ziemlich cool fand. Hey, holy shit, meine Kamera rastet wieder aus. Die bei 15 Minuten 20 ungefähr angewendete Legilimentik von Snape. Ebenfalls ein relativ unlogischer Teil, weil man für Legilimentik Augenkontakt braucht. Das ist genauso wie bei allen anderen Flüchen, zu denen ich die Legilimentik mal zähle. Legilimentik heißt auch so, ne? Legilimentik. Ja, also man braucht definitiv Blickkontakt dafür. Und klar, Snape war gut, gerade auch was schwarze Magie anbetrifft und irgendwelche nicht so ganz legalen Fluchgeschichten, was auch immer. Aber dass er Legilimentik ohne Augenkontakt und von so einer Entfernung, ohne irgendwie nicht, er hat ja nicht mal in seine Richtung geguckt. So, er hat sie ja irgendwie, sie standen so schräg hinter ihm irgendwo da, hinter dem Baum. Und er stand da an dem Baum.
und macht auf einmal die Augen zu und legitimiert. Das muss der muss eine Entfernung von gefühlten 15 bis 20 Metern überbrücken mit seinen reinen Gedanken. Meiner Meinung nach ein relativ unlogischer Part wieder des Films. Allerdings eine ziemlich coole Aktion von ihm, muss ich trotzdem sagen. Kurz hinter 18xD. Also kurz nach Minute 18 sprachst du an, dass du so ein bisschen den Respekt vor Remus verloren hättest, mehr oder weniger, weil Remus ja aktiv in diese ganze Geschichte mit eingegriffen hätte. Hat er tatsächlich, will ich auch gar nicht bestreiten. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, er war mit dem Ganzen ja überhaupt nicht einverstanden. Er war derjenige, der gesagt hat, wir schrecken ihn nur ab, wir verletzen nicht. Und als James schon anfing, mit Pfeilen um sich zu ballern, war er ja der Erste, der ihn aufhalten wollte und geschrien hat, James, no. So, ne? Und ab dem Punkt, an dem er gemerkt hat, es eskaliert und wir kriegen das nicht mehr unter Kontrolle, wenn ich hier jetzt nicht eingreife, ab dem Punkt hat er eingegriffen. Und das war im Prinzip wieder so ein, ich ziehe die Jungs wieder aus der Scheiße, wie er es halt früher immer gemacht hat. So, ne? Also das war so meine Meinung dazu. Man merkt das auch durch viele kleinere Gesten von Remus, wie zum Beispiel, als sie diesen Mobbingkreis, wie du es so schön genannt hast, gebildet haben und die ganze Zeit mit Snivellus Snape um sich geworfen haben, ist er, glaube ich, der Einzige, der nichts sagt und einfach nur total skeptisch guckt, so nach dem Motto, muss das jetzt sein? Kommt schon, hört auf damit. So, ne? Also, die haben Remus tatsächlich ziemlich gut rübergebracht, fand ich. Bei Minute 19:15 sprichst du an, was ich auch eine sehr geniale Szene finde, by the way, wie Pettigrew von Snape bedroht wird und so, dieses total ängstliche, oh, ich liebe diese Szene total, weil ohne Witz, dieser junge Schauspieler, er ist einfach absolut Peter Pettigrew, oder? Also allein diese Szene, wie er da dann dieses stotternde und total hohe Fiepsen. Ich fand das total genial. Aber anyway, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Peter hat sich da in eine Ratte verwandelt und ist abgehauen. Was mir aber eingefallen ist, ist, dass Snape gar nicht wusste, dass die Marauders Animagi sind. Dementsprechend war das eine ziemlich fatale Sache, die Peter da gemacht hat, weil er dann natürlich herausgefunden hätte, dass sie Animagi sind. Wenn er es gewusst hätte, warum hat er dann im dritten Schuljahr niemandem davon erzählt, dass Sirius sich eventuell in ein Tier verwandeln kann und dadurch nach Hogwarts reingekommen ist. Weil im dritten Teil gingen ja alle noch davon aus, dass Sirius ein total verrückter Massenmörder ist, der irgendwie da 13 Muggel in die Luft gejagt hat. Und dass, ich weiß nicht, ob Dumbledore auch davon überzeugt war. Wahrscheinlich war Dumbledore immer von Sirius Unschuld überzeugt. Aber selbst sein bester Freund Remus ist davon überzeugt gewesen, dass Sirius ein sehr, sehr gefährlicher Mann war. Und wenn Snape gewusst hätte, dass die Animagi waren, selbst wenn er nicht wusste, welche Form sie annehmen konnten, hätte er es ja zumindest erzählen müssen. Meiner Meinung nach. Also ich gehe stark davon aus, dass Snape es nicht wusste. Dementsprechend diese Szene eigentlich ziemlich gewagt war. War mir wie gesagt aufgefallen. Bei Minute 23:30, da seid ihr so langsam im Fazit angekommen. Der Film war glaube ich schon vorbei. Da sprecht ihr über Fanfictions und komische Shipping-Geschichten. Die seltsamste Harry Potter Shipping Fanfiction Story, die ich jemals gelesen habe, war eine zwischen Lucius und Hermine. Wo ich mir so dachte, also, du hast ja erzählt, so Snape, Hermine konnte man eventuell noch verstehen, genauso wie Snape, Ginny, was ich irgendwie noch nie gesehen habe, aber egal. Hätte man eventuell irgendwie noch verstehen können. Was ich auch irgendwie seltsam finde, ist Harry Draco. Weil Leute, die sich absolut nicht abkönnen, gut, es gibt immer mal wieder diese Anspielungen, dass Draco ständig in der Nähe von Harry war und irgendwie insgeheim in ihn verknallt war, keine Ahnung. Glaube ich jetzt nicht so dran. Ist ja auch, wie gesagt, alles nur Fanfiction, Fanträume, wie auch immer. Aber das mit Lucius und Hermine war tatsächlich das Seltsamste, was ich jemals gelesen habe. Und ich habe dafür auch keine logische Erklärung, wenn ich ehrlich bin. Zumal Lucius ein Reinblutfanatiker war, wie es nun mal auch die gesamte Black-Familie war, und es niemals auch nur gewagt hätte, eine Muggelstämmige anzufassen. Ja, so viel dazu. Minute 25:10 kommt ihr zu Voldemorts Aussehen. Ich habe mir auch am Anfang dann direkt gedacht, so, sah der damals schon so aus? Bestimmt sah der damals noch nicht so aus. Und ich habe mir dann aber gedacht, gut, das mit der Nase
Er hatte mit Sicherheit noch eine Nase, aber dass er sich vom Aussehen her verändert hat, konnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Denn er hatte ja damals schon etliche Morde begangen und etliche Horcruxe gefertigt, sage ich mal. Und das hat sein Aussehen mit Sicherheit auch um einiges verändert. Ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Horcrux-Zauber viel in einem verändert und mit Sicherheit dann auch das Aussehen. Wie gesagt, was ich allerdings seltsam fand, war, dass er dann halt da irgendwie damals schon keine Nase hatte. Was ich mir so eigentlich nicht vorstellen kann. Ja, aber das war so meine Erklärung dafür, dass er eventuell so aussieht, schon wie auch immer. Und mein letzter Punkt. Bei Minute 28:40 ungefähr hattest du angesprochen, dass Sirius bei der ganzen Sache nur mitmacht, weil er gerne aufs Maul haut. Und vor allem, weil er gerne Snape aufs Maul haut. Mal abgesehen davon, dass ich ein absolut größter Sirius-Fan ever bin, möchte ich dem gerne ein Aber hinzufügen. Kann ich mir vorstellen, dass ihm das tatsächlich irgendwie so ein bisschen, dass das so ein kleiner Anstoß dahingehend war, dass er da mitgemacht hat. Aber seine originalen Worte waren: "You know I got your back, mate." So nach dem Motto: Du weißt, ich stehe immer hinter dir oder ich halte dir den Rücken frei. So, ne? Und das sagt mir mehr oder weniger, dass er das einfach nur mitgemacht hat, damit James nichts passiert. So mehr oder weniger. Dass er einfach dafür sorgen kann, dass das Ganze nicht zum Nachteil für James wird. Und ihm zur Not dann zur Seite springen und helfen kann. Was er ja im Endeffekt dann auch getan hat. Er hat dafür zwar den Crucio auf den Hals gehetzt bekommen, aber Wayne. Das war quasi der letzte Punkt. Ich bin bei 24 Minuten, ich werde das Ganze aber noch ein bisschen cutten. So viel zu meinem Antwortvideo. Es ist fast so lang geworden wie dein Video. Hey. An sich fand ich das Video ziemlich cool, muss ich sagen. Auch die Tatsache, dass du das Video im Hintergrund hast laufen lassen, so konnte man immer ein bisschen, also zumindest vom Ton her, ungefähr erfahren, bei welchem Teil du gerade bist. Zumal ich den Film schon so oft gesehen habe, ich kenne ihn ja nur noch auswendig. Und wie gesagt, von mir wird es wahrscheinlich auch irgendwann nochmal ein ähnliches Video geben, bei dem ich den Film auch nochmal so ein bisschen erklären, analysieren und meine Meinung dazu abgeben möchte. Das wird wahrscheinlich auch demnächst dann erscheinen. Allerdings wollte ich das unbedingt jetzt demnächst hochladen, weil ich einfach das als Antwortvideo auf Science nehmen wollte. Ja, wie gesagt, ihr findet alle wichtigen Infos unten in der Videobeschreibung. Zum einen den Link zu dem eigentlichen Video, um das es ging. Also das Video von Zeugs, Chris, wie auch immer. Und seinen Kanal auf jeden Fall, den werde ich euch unten auch nochmal verlinken, falls ihr auch absoluter Potterhead seid oder irgendein anderes Fandom, das ihr total hypt. Schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei, ihr findet mit Sicherheit irgendwas, was euch gefällt. Und natürlich findet ihr auch den Link zu dem Fanfilm hier unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und vielen Dank an Zeugs, dass ich dieses Video machen durfte. Und ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen. Und ja, mein Kommentar wäre, wie du vielleicht jetzt merkst, viel, viel zu lang geworden. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.